Wenige Wochen, nachdem Musikstar Fatman Scoop auf der Bühne zusammengebrochen ist und starb, soll nun die Todesursache feststehen. Einen Monat nach dem Zusammenbruch und Tod des DJs und Rappers Fatman Scoop, 1968 bis 2024, scheint die Todesursache festzustehen. Der als Isaac Freeman III geborene Musikstar starb offenbar an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das berichtet die Los Angeles Times unter Berufung auf das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners. Die Todesursache werde als natürlich eingestuft. Fatman Scoop wurde nur 56 Jahre alt. Er war Ende August US-Medienberichten zufolge bei einem Auftritt auf der Bühne zusammengebrochen. Der gebürtige New Yorker soll dem US-Promi-Portal der MZ zufolge plötzlich ohnmächtig geworden und umgefallen sein. Er sei in ein Krankenhaus transportiert worden. Der Vorfall ereignete sich demnach im Town Center Park in Hamden, Connecticut. Große Trauer um den Musikstar. Fatman Scoop hatte im Laufe seiner Karriere mit vielen großen Namen im Hip-Hop zusammengearbeitet, etwa Missy Elliott, 53, und Mariah Carey, 55. In einem Statement seiner Agentur hieß es laut People nach dem Tod des Stars, Scoop war eine geliebte Figur in der Musikwelt, sein Werk wurde von unzähligen Fans auf der ganzen Welt geliebt. Weiter wurde erklärt, seine kultige Stimme, seine ansteckende Energie und seine großartige Persönlichkeit haben die Branche nachhaltig geprägt, und sein Vermächtnis wird durch seine zeitlose Musik weiterleben. Die Agentur würdigte dem Bericht zufolge auch Fatman Scoops wachen Geist, seinen grenzenlosen Enthusiasmus und seine Leidenschaft für Musik und fügte hinzu, dass er zutiefst vermisst werden wird. In einer weiteren Erklärung nach seinem Tod sagte eine Vertreterin der Firma, ich habe erst vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen, und er war so gut gelaunt. Es ist schwer zu glauben, dass er nicht mehr bei uns ist. Laut The Hollywood Reporter hinterlässt Freeman unter anderem zwei Kinder.